Geiler Start zu einem neuen Part von Rayman Origins. Ja, ein bisschen ragey ist da, aber bis jetzt macht mir das Spiel doch eigentlich ganz gut Spaß. Ist halt ein klassisches Jump'n'Run. Und hier könnt ihr sehen, Leckermauland habe ich natürlich auch außerhalb der Aufnahme auf 100% gepusht. War sogar weitaus einfacher, als ich dachte. Besonders dieses ein Level, wo ich nur 283 Looms habe, habe ich eigentlich im First Try dann sofort auf 370 Looms gepusht in dem Sinne. Da waren mir die erste und zweite Welt schon ein bisschen nerviger zum 100% sammeln. Aber es liegt auch daran, dass man hier wie ein Level weniger hat. Also hier ist ein 5er Looms Level weniger oder so, ich weiß nicht. Wäre das ein 5... Na? 5 Welten, wenn wir hier schauen... Sind das ne hier schon 6 Welten, das heißt eine Welt fehlt auch. Das heißt, dann hier 2, 4, 6, 7 sogar. Das heißt, es wird immer eine Welt, also ein Level weniger irgendwie pro Welt gerade. Aber naja, mal schauen. Und meine ich nehme diese Treasure Level da, diese Rubinenwelten, jetzt habe ich jetzt natürlich nicht dazu gezählt, falls euch aufgefallen ist. So, jetzt kommen wir zum Ozean der Opportunitäten. Ozean der Opportunitäten. Okay. In dem Sinne, Meerwelt, Wasserwelt, hoffentlich nicht so schlecht wie Wasserwelten eigentlich immer sind in Jump'n'Runs oder sonst wo. Also ich schon Minen und Bomben und Fässer. Hui. Hafen der Strafen. Hui, hier brennt schon alles. Wieder gut los. Und hier ist direkt Help, okay. Alakalakit. Ja, help, ich weiß, was du dafür brauchst, aber wo bist du? Ja, bestimmt da oben. Wo dieses Viech ist. Oh, da ist irgendeine Art von Glowbox hier. Ah, und da. Direkt ist das Secret entdeckt. So läuft das. Nein. Nein. Egal. Goddammit. Und jetzt haben wir die ersten Lacktoons hier gerettet. Yay. Yeah. Hooray. Aber ich frage mich, was dieser komische Glowbox da macht, den wir gerettet haben. Wo ist der hin? Nur da ist er jetzt gefangen. Wahrscheinlich müssen wir ihm immer schön weiterhelfen. Achso, der verschwindet einfach. Das heißt, wir müssen die in dem Sinne einfach nur retten. Wie kommen wir hier runter? Wie können wir tauchen? Hä? Wie können wir tauchen? What the fuck, Mann? Ich nicht verstehen, was ich tun soll. Wenn man so früh losspringt, das... Like it. Nein, du Bitch! Ich weiß, in Rayman Legend kann man schwimmen, du Kackfick! Was ist denn da hier losen, ey? Mann, oh mein, du,
Guck, was ist denn das hier? Ich kann doch nicht schwimmen, Digga. Wie soll ich schwimmen? Oh, warte mal. Weißt du was, die Fähigkeit werden wir bekommen noch. Bin mir ziemlich sicher. Ich meine, das ist hier die erste Welt und man kriegt auch immer eine neue Fähigkeit pro Welt. Und dann so, ja, die Fähigkeit zum Schwimmen. Und dann müssen wir das Level hier wiederholen, weil, ja. Ah, mein Nacken juckt. Wenn wir es echt nachholen müssen. Ah, da ist die gute Fee oder so. Lass uns mit Ground. Oh, schöne Schleife. Ja, die Fähigkeit zu schwimmen. Okay. Tesser, komm zurück, du dreckiger Bastard. Oh, wurde weg. Okay, jetzt, okay, das Ding schießt auf uns. Ja, aua, was ist denn hier los? Das ist aber gemein. Ja, ich helfe dir schon. Ey, das ist assi. God fucking damn it. Alter, hier ist Apokalypse Now, Alter. Oh. Ich kann ja nicht schwimmen hier. Du Bitch. Komm her. So, sehr schön. Yeah. Guten Tag. Craft zum Tauchen. Yeah. Jetzt können wir endlich tauchen. Yes! Yes, 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 yes. Na, an die Musik kann ich mich erinnern. Hey, Daddy. Na, 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 Daddy. Okay, what the fuck? Ah, da sind die bösen Fischis, stirbt. Das Red Collar ist undisguisable. Action is coming. Yay! Mach den Stepptanz, mein Dude. Ist denn erst 9 Minuten vergangen? Bin ich schon zwei ein paar, dann mit Zeit für sie wieder tot. Ich glaube, ich bin irgendwie. Hab ich eine Behinderung?
Natürlich möchte man elektrisierende Quallen nicht berühren. Betonung auf nicht berühren. Jetzt, wow, das war knapp wie die Dudel. Das wäre knapp. Das wird böse. Ach, die Mucke. Ah. So, jetzt noch unbeschadet rauskommen. Ja, okay. Juhu! Oh Gott. Nee, ist natürlich auch was. Hoffentlich haben wir sofort 350, ey. Muss ich mir mal jetzt einen Taucher entlang wiederholen, ja. Oh, nein! Du bitchige Bitch, Alter. Das ist doch ekelhaft. So. Oh, scheiße. Nein. Das wird locker nicht reichen. Das wird aber so null reichen. Leider. Verdammt. Ich werde das Muffel gehen. Naja, zum Glück ist das nicht euer Problem, sondern nur meins. Noch nur, weil ich so... auf jeden Fall in Jump'n'Runs bin ich sehr perfektionistisch veranlagt. In Mario sammle ich jede Dreckssternmünze, Rayman, jeden Elektron, jeden Schniedel. Jede Schniedel, Knochen, Münze und was weiß ich alles. Und bei Jump'n'Runs, wenn er nur 100% erst, wenn er nur 100% ist, dann bin ich glücklich. Aber so ist das leider. Der Fluch. 88 verpasst. Der faule Fisch. Let's go! Lübsee. Ich frage mich, wann man die Fähigkeit kriegt, an Wänden hochzulaufen. Das wird auch alles interessant machen. Ich glaube, das sind die faulen Fische oder so. Könnt ihr da auch rausschießen oder? Na. Okay. Ich weiß nicht, ist das schädlich oder nicht? Nee, ist es nicht. Das ist ja gut. Ah! Wieso? So creepy. Why so serious? Mamma to the Mia. I don't like the movement. Creepy here in this world. Bangen wir das Ding weg. Und da ist eine Lücke. Okay.
So. Ah, da geht's weiter. Habe verstanden. So, das ist auch cool. Das war, ja, das war richtig knäppe, die Dudel. Action ist kaputt. So. This is how we do action in Uganda. Holen wir die ganzen Boys da rein, die creepy Tentakel. Ciao. Dadurch können wir mehr von dem Shit uns scannen. Das ist ja sehr schön. So. Okay, das ist alles. Gut, gut. Hier haben wir alles geklärt. Alles beseitigt, die bösen Viecher. Also ab nach unten. Weiter in die Tiefe. Hier holen wir uns ein kleines Herzchen! Knappe die Dudel! Das war mir klar, deswegen habe ich mich da schon reingestürzt. In die Gefahr. Wir müssen einfach nur das Pattern beobachten. Schon mal langsam ins Innere, aber lassen wir genug Platz. Das ist schön zu hören. Schwudeln, da dudeln hier rum. Ich sammle den Shit ein, warte einfach hier in der Mitte. Und dann gebe ich mich nach raus. Uiuiui. Alter, wie knapp das hier immer heute ist. Ey, das ist echt. Na, ich bin bis jetzt noch happy, weil, ne, nur knapp. Sehr schön. Schädelmützen scheinen wir auch ziemlich gut einzusahnen. Okay, das bringt uns nix. Nix! Aber bis jetzt haben wir keine Elektrons gehört oder so. Ui, jetzt wird's richtig dunkel. Ah, und da sind wieder diese Hände. So. Action is coming. I promise you. Wir hören aber immer noch kein Elektron, das ist echt meiner Meinung nach komisch. Okay, ist so langsam echt hart. Ah, hier hören wir sie, immer schon beschweren. Help me. Und die Looms führen uns direkt zu den Elektrons. So, mal schauen, was wir jetzt hier. Okay, TNT. Oh, Mama mia. Ich glaube, das TNT wollen wir nicht berühren, so wirklich. Das ist meine Vermutung. Okay, gut, wir können es berühren, ohne direkt zu verrecken, das ist schon mal gut zu hören. Wie schon guckt so, oh shit, Rayman wird uns jetzt knallen oder warum immer. Warte mal, kriegen wir irgendwas davon, wenn wir das TNT aktivieren? Nee, nicht wirklich, aber ich tue es trotzdem.
Schande von, ja, oh Mann, oh Mann. Wir sind so bullevoll rum, oder wie? Ich frag mich auch. Ganz ehrlich, ich frag mich auch, ob das reicht mit 350 oder ob ich da irgendwie die. Weil ich sammle die ganze Schädel und Münzen ein, oder ist das Level einfach nur übelst lang? Das ist eine gute Frage, ne? Müssen wir mal durchsuchen hier? Geht's da oben? Nee, da ist abgesperrt. Da komme ich auch ehrlich bestimmt nicht durch. Nee. Nicht wirklich. Wenn ich da irgendwie durchkomme, sagt, schreibt es in die Kommentare. Oh, da ist auch noch was. Ah! Ja, die haben mich direkt in die Falle gelockt, die Jungs, die bösen Viecher. Hey. Also ich verstehe, ohne Licht bin ich diesen Händen schutzlos ausgeliefert, nehme ich jetzt an. Ja, damit bin ich sie weg. Ich verstehe. Ja, gut. Merke ich mir. Man hört immer so ein paar kleine englische Wörter und dann der Rest ist halt so Geschwafel. Ich muss in die Mitte kommen und mir den König holen. Und dann den Rest hier einsnacken. Und da oben ist wieder was. Mal wieder eine Schädelmünze. Noch vier Schädelmünzen in diesem Level. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist halt ganz anders als in den letzten Levelchen. Welten, was auch immer ihr sagen wollt. Na, was ist denn das? Die Fische einfach so, oh, wir lassen dich jetzt einfach in Ruhe, du wurdest genutzt, du Bob. Richtig assi, ey. Richtig assi. Ja, dankeschön. Hat der Herz sich ja richtig gelohnt, ey. Ich frag mich, wann diese Grillen mich halt verlassen. Das wäre so ein gutes Indiz. Gegner folgen. Puh, Mama mia. Ich frage mich auch, wo die anderen Objektionen sind. Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Una Mina Gluglu. When I mother Wikinar. You win other Wikinar. When I mother Wikinar. Sehr interessanter Songtext. Wahrlich faszinierend.
Okay, der lässt keinen Platz zum Kaputtmachen. Ich wage mich mal die... Ja, das scheint mir definitiv hier ein Durchgang... Okay, schon mal fertig, ganz neu. Ja gut, war jetzt kein Durchgang. Wir wurden hart gefickt. Ja gut. Ne? Schien mir wie ein Durchgang zu sein, aber nee, am Ende wurden wir einfach noch hart genatzt. Also ja. Una mina glu. Ich frag mich, wann halt diese Lichtviecher uns verlassen. Ich weiß es, es gibt halt keine Indizien dafür. Ich habe keine Ahnung, wann oder wie oder warum oder wieso oder weshalb oder dies und das. Na, das ist sehr wahrscheinlich das Ende des Levels, oder? Ja, mit 322 Looms hier. Ja, bitte. Bitte fick mich nicht, ist so hart. Immer im Schutze des Lichtes bewegen. Habe ich auch Herz gehört. Ja, wir sind da unten. So. Rein da! Zu uns, sehr asozial. Hey, wir haben jetzt schon über 350, das ist doch gut. Müssen wir keine Risiken mehr eingehen. Aber Singer hat uns wirklich verfolgt. Das ist auch richtig lang, ey. Richtig lang, du. Ist schon 28 Minuten. Ah, habt ihr Part noch nicht beendet? Hey, lass mich hier die ganze Zeit. Scheiß die Wand an. Na gut, dann treiben wir es hier bis zum Ende, bis zur halben Stunde. Ich, nee. Selbstmord ist. Action is coming. So, schnell beenden hier. Da habe ich mich echt verleiten lassen vom Level. Tut mir leid, dass es sich so lange gezogen hat, diese Part. Aber vielleicht genießen sie heute mal ein bisschen länger. Die halbe Stunde ist ja auch ein bisschen länger als sonst. Ne, 5 Minuten mehr Inhalt für heute. Hey, ist doch geil, ne? Hurige, hurige. Ah, eine neue Figur. Und die werden wir dann im nächsten Part sehen von Rayman Origins. Bis dann.